Aber an Silvester und deswegen böllert man ja, möchte man mit dem Geböller die Geister, also die bösen Geister des alten Jahres vertreiben, auf dass das neue Jahr besser wird oder besser bleibt oder genauso gut wird wie das letzte oder wie auch immer. Auf jeden Fall möchte man ja die bösen Geister vertreiben. Und das an sich finde ich halt einen total schönen Gedanken. Und deswegen mache ich das. Und da will ich auf jeden Fall mit meinem Mann zusammen die Raketen steigen lassen, dass wir beide die bösen Geister, sofern es denn welche gab, vertreiben. Und ja, wenn er dann nicht da ist und ich mit ihm zusammen das nicht machen kann, dieses, ich nenne es mal Ritual, das ist dann schon, das trifft mich dann schon. Da bin ich dann schon unglücklich. Obwohl das letztendlich auch nur Aberglaube ist. Oder, naja. Aber mit Glauben hat es für mich auch noch nicht mal was zu tun. Es ist ein Ritual geworden. Und ja, da möchte ich eigentlich nicht drauf verzichten. Aber gut, was soll's. Wie gesagt, letztendlich ist man da natürlich auch ein bisschen selbst für verantwortlich, wie das eigene Leben so verläuft. Natürlich nicht immer. Viele, viele Sachen, die es gibt im Leben, auf die man keinen Einfluss hat, die man einfach, ne, die man reingezogen wird, wo es einmal schlecht gehen kann und man kann da gar nichts für und ist unverschuldet. Aber es gibt trotzdem auch Sachen, die man beeinflussen kann und wo man selbst auch für verantwortlich ist. Und da kann man nicht immer sagen, das Leben meint's nicht gut mit mir. Ja, ach, ich weiß nicht. Das finde ich immer so, das finde ich immer sehr negativ. Also ich bin ja von Grund auf jetzt nicht so ein super positiver Mensch, kann man jetzt noch nicht mal sagen. Oder optimistischer Mensch. Ich habe in meinem kurzen Dasein halt schon einiges erlebt. Und ich bin realistisch. Das ist der Punkt. Und wenn ich sage, immer wenn ich Urlaub habe, regnet es, das ist alles scheiße, dann ist das nicht, sei denn mal nicht so pessimistisch. Nee, bin ich nicht. Das ist die Summe an Erfahrungen aus den letzten Jahren. Und immer wenn ich frei hatte oder Urlaub hatte, hat es geregnet. So, und daraus lernt man. Und das hat doch nichts mit Pessimismus zu tun. Und wenn ich dann sage, ich habe nächste Woche 2 Tage frei, egal, regnet das sowieso wieder, muss mir keiner sagen, ich wäre pessimistisch. Vor allen Dingen, wenn dann die 2 Tage kommen und es regnet wirklich. Sonne mag mich halt nicht. Keine Ahnung. Nein, ich bin nicht abergläubisch. Sonne mag mich einfach nicht. Aber, und das war wirklich so. Also könnt ihr mir glauben, ehrlich. Immer. Und da könnt ihr jeden fragen in meiner Umgebung. Ich meine, ihr kennt die Leute nicht, aber ihr könntet jeden in meiner Umgebung fragen und die würden euch das bestätigen. Alter Schwede. Ja. Und im Laufe der Jahre habe ich mich aber daran gewöhnt und jetzt ist es so. Von mir aus muss es jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt keine Sonne mehr. Ich habe auch meinen Stolz, wenn ich frei habe. Sonne kann mich am Arsch lecken. Ja, und was passiert? Hab Urlaub, sind 30 Grad. Ja, leck mich. Genau so ist es. Aber wo wollte ich hin? Ach so, ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich nicht pessimistisch bin und auch nicht so optimistisch und ich renne auch nicht durch Leben wie so manch andere. Oh, man muss immer das Positive sehen und alles ist gut und alles ist Lulu. Ja, klar muss man. Sich das Positive muss man sich schon rauspflücken. Manchmal, sonst überlebt man halt einfach nicht. Wenn man nur das Schlechte sieht, dann kann man sich wahrscheinlich wirklich gleich die Kugel geben. Und wenn es einmal nicht gut geht, dann. Was ist denn das hier? Hier ist doch irgendwo Lava oder was? Ist doch hell. Ja, dann kann man sich auch gleich die Kugel. Ja, natürlich ist hier Lava. Super. Hat sich ja gelohnt. Kann man sich gleich die Kugel geben. Und da muss man sich natürlich auch mal das Positive rausziehen. Und wenn man dann mal krank ist, na, wie jetzt in meinem aktuellen Fall, oder wenn man jemanden hat, der krank ist und man sich halt Sorgen macht, dann muss man sich daran erinnern, dass es andere gibt, denen es noch schlechter geht und die noch schlechtere Krankheiten haben. Die schlechtere, schlimmere Krankheiten haben und die vielleicht Krankheiten haben, für die es keine Tabletten gibt und keine Hilfe gibt. Und die Krankheiten, die Schatz hat, da gibt es eben Tabletten für. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und ich muss mich da auch gar nicht dran erinnern,
in dem Moment. Ich weiß, dass alles ist gut. Ich bin dann dankbar, dass es Hilfe gibt und dass es relativ schnell über die Bühne ging. Es gibt ja Leute, die liegen ja jahrelang im Krankenhaus. Mit was nicht alle. Und monatelang. Schatz war jetzt 3,5 Wochen im Krankenhaus. Jetzt ist wieder gut. Ich hoffe, das bleibt. Und alles gut, alles gut. Ja, und ich bin da wirklich, dass ich sage, ich bin wirklich dankbar, dass er zwar ja schlimme Krankheiten hat. Ich hoffe, ihr guckt euch hier so ein bisschen die Gegend an, während ich hier quatsche und rumlaufe wie der Blöde und versuche nach Hause zu kommen. Ja, dass er zwar schlimme Krankheiten hat, wie ich finde, aber es ist alles relativ und andere haben andere Krankheiten, die noch schlimmer sind. Und das weiß ich dann auch. Und ich bin da sehr realistisch. Generell bin ich das sowieso. Das ist alles viel Gemache und Getue, was unnötig ist und was auch nicht hilft. Und man muss auch, wenn es einmal schlecht geht, man muss auch mal richtig jammern können. Das finde ich schon. Es gibt ja viele, die sagen dann, ja, du musst stark sein und bla und jetzt weinen nicht, das hilft doch nicht. Doch, weinen hilft. Tut's wohl. Und das muss auch sein. Der ganze Dreck muss raus aus dem Körper, wenn man Sorgen hat. Und es muss raus, 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 raus weinen. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach mit am besten. Und dann heult man sich mal aus und dann geht's ja auch wieder. Und dann kann man wieder stark sein und weitermachen. Und ich denke aber, man darf da auch gar nicht so viel drüber nachdenken. Habe ich ja schon gesagt, so in den letzten Folgen. Einfach weitermachen, gar nicht drüber nachdenken. Einfach weiteratmen und weitermachen. Letztendlich bleibt einem auch nichts anderes übrig. Sei denn, man ist vielleicht irgendwie wirklich selber psychisch krank oder depressiv und möchte irgendwann einfach auch nicht mehr weitermachen. Das mag sein. Kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man einigermaßen, naja, ich meine, einen Knall haben wir alle, ne? Also ich habe auch meine inneren Dämonen nicht, nee. Wie kann ich das sagen? Also ich habe auch einen Knall. Jeder hat irgendwie teilweise nicht einen an der Waffel, hat merkwürdige Ängste oder was weiß ich. Aber also ich sag mal, wenn man so einigermaßen geistig, psychisch fit ist. Ach, wir sind zu Hause, jetzt erkenne ich's. Wie cool. Dann macht man einfach weiter. Ne? Da denkt man dann nicht drüber nach. Okay, ich hab euch hier, alter Schwede, ich hab euch total zugequakt jetzt hier. Oh wei, das war auf jeden Fall eine ziemlich quasselreiche Aufnahme hier. Und wirklich was gefunden habe ich jetzt aber auch nicht. Toll, was haben wir denn? Oh doch, okay, die Karotten. Dafür hat sich's natürlich gelohnt, ne? Karotten, die sind super. Ist da was wir da mal machen? Da will ich doch gerade noch mal versuchen, ob wir... Wir pflanzen mal hier eine Karotte ein. So, und jetzt... Nee, aber das ist, wenn das funktioniert mit den Karotten und den Hasis, dann bräuchten wir ja vielleicht erstmal... Ach nee, wir lassen das. Ich will hier nicht... Ich überlege, ob wir uns hier Tiere herholen. Aber eigentlich möchte ich ganz gerne dann noch woanders richtig bauen. Und da dann auch Stallungen und sowas machen. Und da dann Hasen vielleicht herholen. Das ist jetzt doof hier. Also wir hatten Hasen da hinten bei dem Dorf. Ja, wir hatten Hasen hinten bei dem Dorf. Gehen wir zu dem Dorf. Und wir hatten Hasis hinten beim Dschungel. Wenn ich die Aufnahme hier beende, dann werde ich nochmal gucken, wo es die Schwarzeichen gab. Wir sind jetzt rumgerannt wie doof und ich habe euch die Ohren blutig gelabert, ne? Toll, ja. Ich glaube, so viel habe ich in Minecraft noch nie geredet. Also, erzählt. Wer mich schon länger hier besucht auf meinem Kanal und mich verfolgt, der weiß... Dass ich nicht so der persönliche, die persönliche Quatschliesel bin. Einfach auch, weil, ja, man hat halt auch seinen Alltag und so. Es gibt auch nicht immer was zu erzählen.
gibt nicht so viel. Ich meine, hallo, ich gehe arbeiten, ich gehe pennen und ich spiele hier ein bisschen. Zwischendurch esse ich noch und gehe aufs Klo. So, alle 20 Jahre fahre ich mal in Urlaub. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ist ja jetzt nicht so, als wäre ich Astronaut und hätte wer weiß was zu erzählen. Und ich finde es auch irgendwie schwierig, sich immer hier was auszudenken, gerade für Minecraft. Das bedarf einer relativ langen Vorbereitung, finde ich. Und wenn ich spielen will, will ich spontan spielen, wenn ich da erst noch 10 Stunden vorbereiten muss, dann habe ich gerade schon keinen Bock mehr. Ja, und deswegen quassel ich eigentlich sonst nicht so viel. Na gut, aber durch die Ereignisse der letzten Woche, die eigentlich ja nur aus Krankenhaus bestanden, aber ich meine, hey, da kommt man dann natürlich schon mal auf das ein oder andere Thema, was einem dann so spontan halt einfällt.